Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Also nochmal, erst da umklappen, dann noch einmal so falten. Tja, und zuletzt noch an den beiden schrägen Linien falten und dann die beiden Flügelspitzen aufstellen. Das ist doch kinderleicht. Superpilot Norman Price ist mit seinen Maschinen bereit zum Abflug. Ach, guten Tag, Dennis. Norman. Hey, Feuerwehrmann Sam, guck mal. Ach, wir haben heute keine Zeit für deine Flausen, Norman Price. Heute ist großer Feuerschutztag und Feuerwehrmann Sam und ich haben noch viel zu tun. Immer herein, meine Herren. Und nicht auf Norman achten. Tut mir leid. Feuerschutz geht eben vor. Machen Sie sich keine Sorgen, Dillis. Das ist nur eine Routinekontrolle, damit Ihr Supermarkt auch wirklich sicher ist. Denn darum geht's am Feuerschutztag, um Sicherheit. Hauptfeuerwehrmann Steele, würden Sie bitte die Leiter festhalten, während ich den Rauchmelder teste? Aber sicher. Denn sicher ist sicher. Testen Sie Ihre Rauchmelder auch regelmäßig, Dillis? Oh ja, ganz regelmäßig. Oh, was ist denn das für ein Piepen? Oh nein, das ist der Testalarm. Der Rauchmelder funktioniert also einwandfrei. Verflixter Funkenflug, was war das denn? Oh Gott, Hilfe! Eine Fledermaus greift mich an! Oh Gott, hol sie doch mal! Ach, Mom! Norman Price! Oh nein! Hilfe, schnell! Nur die Ruhe, Dennis. Das ist überhaupt keine Fledermaus, sondern... Oh, wie bildschön! Oh, Feuerwehrmann Steele, Sie sind zu freundlich. Was? Nein, als ich bildschön sagte, da meinte ich... Wenn diese Sache geklärt ist, fehlt nur noch eins. Der Notausgang muss geprüft werden. Sehr dringend sogar. Oh. Fein, der Notausgang funktioniert. Von Papierfliegern hatte Hauptfeuerwehrmann keine Ahnung. Irgendjemanden muss es doch geben, der sich für meine tolle Flugschau interessiert. Soweit ist alles in Ordnung, Dillis, aber du solltest vorsichtiger mit den alten Verpackungen sein. Papier und Pappe fangen leicht Feuer und lösen Brände aus. Ach, was würde ich nur ohne Sie beide tun? Zu einem Tässchen Tee sagen Sie doch jetzt nicht nein. Ich meine, vielen Dank, Mrs. Price. Ich denke, Sam und ich sollten jetzt weiterfahren. Wir haben noch viel zu erledigen heute. Hä? Au! Wie kommt denn der hierher? Norman Price! Oh nein, nicht schon wieder! Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur einen Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Steele mich nicht stört. Ah, wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Steele nichts stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnippi, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippi, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh, nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hä? Gar nichts. Naja, eigentlich wollte ich dir was vorführen.
was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppidi, hoppidi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Criddlington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich. Hauptfeuerwehrmann Steele. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich brenn gleich durch. Das Telefon. Notruf. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm. Es geht um Sekunden. Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Komm mit, Elvis! Ich komm ja schon! Stell sofort das Gas ab! Der Gashahn ist zu! Gut gemacht, Elvis! Elvis Criddlington, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher. Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Criddlington, und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steele. Hauptfeuerwehrmann Steele, Sie waren das. Ich war das nicht. Das war Norman. Norman Price. Oh, tut mir leid. Das war ein Versehen. Ich wollte nur jemanden finden, der Papierflieger genauso toll findet wie ich. So ist das also. Nun, vielleicht sollte ich mal mit dem jungen Mann reden, Sam, und ihm da ein bisschen Wind unter den Flügeln machen. Eine gute Idee, Sir. Dann passiert das sicher nicht wieder. Oh, der Arme. Das war ganz bestimmt ein Versehen. Na, hoffentlich schimpft der Hauptfeuerwehrmann nicht zu sehr mit ihm. Keine Sorge, Elvis. Ich glaube, Hauptfeuerwehrmann Steele und Norman haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Die oberste Regel der Papierfliegerei lautet, immer gut aufpassen, wo man den Flieger hinwirft. Das wird ein Doppellooping. Cool! Der nächste Trick ist der berühmte Schraubentrudler. Ja! Wow! Wie haben Sie denn das gemacht? Das kommt alles aus dem Handgelenk. Ja, genau. Siehst du, wie er fliegt? Ja! Den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht.
Sam hilft dir in der Not.